ist wieder einsatzfähig und steht auch in der Startformation. Beide Teams genauso, wie man sie vielleicht erwartet, wenn man die stärkste Formation aufstellt. Machen auch, was die Reisefreudigkeit angeht, den Berliner Fans durchaus ebenso Konkurrenz, ja, wie sie es auf dem Spielfeld tun. Ja, siehst du eigentlich bei jedem Auswärtsspiel, ne? Dass zumindest zwei, drei Lüneburger Fans auch mit nach München unten gereist sind und so. Kann man immer mal wieder im Kamerabild erspähen. Und hören durchaus auch. Und hören, ja, das stimmt. Ne? Ja, Sato muss wieder schwer arbeiten. Der reicht auch nicht. Ja. Ruben wird eingesammelt. Na, der darf nicht fallen! Der darf nicht fallen! Am Anfang, okay, das kann noch passieren, dass du dich nach dem Dreierblock verhedderst, ja, und Erik Röhrs, ja, ja, und Max Elgert da irgendwie, ja, nicht richtig auseinanderkommen. Kommst du halt nicht irgendwie hin, der läuft die ganze Zeit vor der Nase, aber... Aber der Schlag springt gut weg für Lüneburg und der muss gesichert werden. Ist ein guter Aufschläger. Kommt rein für Liesen. Ja. Na, trifft Abasato. Und dann hat Timo Tamema aber gar keine Mühe aus gutem Zuspiel von Johannes Tille. Und das Bild bleibt das gleiche in Duellen zwischen Berlin und der SVG. Aber seine Blockspieler haben da was dagegen. Na, und jetzt gibt es gleich die Strafe. Na, oder auch, ja, nicht? Nochmal. Oh, der ist dicht. Aus meiner Sicht wieder ein bisschen früh geblieben, der Lüneburger Block. Aber sie ziehen den Kopf aus der Schlinge. Einfach durch Athletik. Und das ist was, also das ist diese Saison, wenn man Streams guckt, kommt es gar nicht so rüber. Aber diese Lüneburger Mannschaft dieses Jahr, das sind einfach nur Schränke. Ne? Das, ja, sind alles extrem hohe, extrem athletische Spieler. Ja. Auch im Kontrast zu vielen anderen Jahren, in denen das eher so spielstarke Typen waren. Ja, gerade den Kontakt, einfach den Tipp über Marek Schottola drüber. Ne? Das trotzdem sagen, er ist... Jetzt geht Ruben auch einer weg. Er ist trotzdem dritter Außenangreifer, wie wir jetzt ja gerade eindeutig sehen. Ne? Was, ja, man, wo man sagen muss, ne, dass er sich dagegen einen Tat durchsetzt, ist halt auch schon sehr gut. Im Moment setzt sich aber Erik Röhrs durch von der Aufschlaglinie gegen die Berliner Annahme. Joel Banks bittet nochmal zur Auszeit. In den letzten Jahren, letztes Jahr war es ja auch schon, fand ich, sehr auffällig. Die reden halt miteinander. Das ist die Kultur, die man da entwickelt, ne? Genau, und coachen sich quasi eigentlich gegenseitig. Ja. Und die coachen sich in dem Fall zum Satzausgleich mit 25 zu 17 gleich die SVG hier aus und beweist einmal mehr, dass man sie niemals abschreiben darf. Der Lüneburger Aufschlag gewinnt diesen Satz. Solange nicht zwei committen. Genau. Aber selbst dann gebe ich dir noch eine ganz gute Quote. Oh, ja. Ist jetzt einfach. Jawohl. Ja, den trifft er nicht. Der passt ein bisschen dicht. Schwerer Ball, Kaczynski bringt ihn auf den Boden. Ja, Tim ist da extra schon rangerutscht, weil er davon ausgegangen ist, dass da irgendwie ein Leger oder irgendwas kommt. Und wenn ich mir die Körpersprache gerade so angucke, fällt mir nicht, ne? Du siehst mehr Energie im Lüneburger Team. Ja. Der Berlin, gehen die Köpfe schon ein bisschen runter. Ich meine, am Ende weißt du es nicht. Ja, direkt beim Zuspieler. Qualität steigt jetzt wieder. Hoher Aufschlagdruck, Bell wird im Spiel gehalten, Abwehrkontakt. Das ist ein guter Pass. Reicht nicht von Röhrs. Ja, ja, alles gut. Nehmen wir so. Oh, sehr schön gespielt. Kam da ein Pfiff? Habe ich da einen Pfiff gehört gerade? Spannend. Egal. Punkt Berlin. Ja, der ist völlig regulär. Ja. Und dann aber wieder so ein Ball, der unnötig übers Netz gebaggert wird. Der ist nochmal gut. Aber Karl findet den Briefkasten von Maxwell Elgert. Und es ist das 2:1 für Berlin. Ein Satz noch auf dem Weg ins Finale und für das Saisonende der SVG Lüneburg. Ob es der nächste Satz schon ist, gleich finden wir es gemeinsam raus. Bei eigenem Aufschlag, schneller Aufschlag. Na, das ist der immer mal wieder klappt. Ja. Und
Ja, jetzt versucht Elgert den Pipe zu erzwingen mit Erik Röhrs. Und Worsley. Schade. Vielleicht sinnbildlich für die gesamte Halbfinalserie und die Duelle von Lüneburg gegen Berlin. Sie strecken sich und strecken sich und ja. Es fehlen am Ende 1-2 Zentimeter. Der ist gut, zumindest Highball für Berlin. Aber Timothée Karl findet eine Lücke im Block. Und so muss Jesse Elser ohne Break wieder raus. Oben nimmt er sehr gut die Schnittstelle. Und dann fliegt Böhm ein Stück raus. Gleich ist die MVP-Wahl für euch freigeschaltet. Letzte MVP der Halbfinalserie auf Berliner Seite kann gewählt werden. Und das Team von der Spree setzt sich durch. Wir werden gleich Zeit haben, die SVG und ihre Saison nochmal gebührend zu würdigen, denn die bekommen...